Ah, keine Ahnung, mega scheiße einfach. Ich komme jetzt gerade direkt vor der Polizei, es ist 0.11 Uhr. Der Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, liebe Freunde, wie man es an meinem Handgelenk schon erkennen kann, fehlt da etwas. Ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Vielleicht mal die wichtigen Dinge zuerst, ihr wisst Bescheid. Morgen um 15 Uhr kommt der Drop meiner neuen Modemarke MAM, das Promo-Video um 15 Uhr auf meinem Kanal. Donnerstag am 19. der Drop um 17 Uhr auf der Homepage mamvienna.com, nochmal in der Infobox verlinkt. Und jetzt könnte man natürlich direkt meinen, dass das ein nicer Promo-Move ist, den ich da einen Tag vor Erscheinen meines Promo-Videos bringe. Ich wünschte, es wäre so. Ich habe meine Rolex verloren, beziehungsweise sie wurde mir entwendet. Ich kann es nicht genau sagen, wie kommt es überhaupt dazu. Ich war gestern auf einer Weihnachtsfeier, die mega nice war. Es war wieder mal Gratis-Limonade am Start, auf jeden Fall sehr cool. Der Vlog davon ist übrigens jetzt schon online auf meinem Zweitkanal. Da kann man vielleicht teilweise auch nachvollziehen, wie es mir zu diesem Zeitpunkt dann schon gegangen sein muss, denn man muss es einfach straight raus sagen, ich bin narkotisiert worden, mehr oder weniger. Ich habe ganz normal mit Freunden angestoßen und dann wurden mir auf dieser Weihnachtsfeier von jemandem Brownies angeboten und ich denke mal, lecker, Brownies, hab da zugegriffen ein, zweimal und dann waren so lecker, dass ich immer nochmal zugegriffen habe. Nichtsdestotrotz habe ich ganz normal weitergefeiert, ja, und nach einer Stunde habe ich es dann gemerkt, dass das keine normalen Brownies waren und dann habe ich auch verstanden, warum die so lachen, dass ich so oft zugreife. Mir ist instant richtig schlecht gegangen. Ich habe nicht mehr, da gibt es Sprachnotizen, das ist nicht mehr normal. Auch mein Handy war dann weg, also dazu komme ich noch gleich, aber nur um vielleicht festzuhalten, ja. Wie ich reinschaue und wie ich rede, sieht man sowieso alles in dem Vlog. Schaut es euch da einfach an, wie ich ausgesehen habe, nachdem diese Brownies angefangen haben zu wirken. Ich habe mich dann komplett strange verhalten, bin zu irgendeinem Mädel hingegangen, habe dir mein Handy in die Hand gedrückt, quasi als Geschenk, ich schenke dir jetzt mein Handy und bin dann einfach, ohne mich von irgendwelchen Freunden von mir zu verabschieden, einfach gegangen. Einfach Jacke geholt und rausgegangen. Ich weiß nicht mehr, in welches Taxi ich mich gesetzt habe. Ich weiß auch nicht, ob mir jemand ein Taxi bestellt hat. Fakt ist, auch während der Fahrt musste öfter angehalten werden, weil ich, wie gesagt, diese Brownies nicht sehr gut vertragen habe und mein Körper hat gestreckt. Um es nicht zu sehr auszuschmücken. Ich kann mich dann wieder erinnern, dass ich zu Hause vor der Tür stehe und 2 Minuten lang überlege, wie ich da jetzt reinkomme, bis mir einfällt, dass ich einen Schlüssel habe, um reinzukommen. Also ich war wirklich komplett neben der Spur, habe mich dann einfach nur mehr ins Bett gelegt. Und heute ist meine Uhr weg. Heute komme ich drauf, meine Uhr ist weg. Und ich suche, ich habe die komplette Wohnung auf den Kopf gestellt, alles gesucht und ja, die Uhr ist weg. Dann habe ich versucht, den Abend zu rekonstruieren. Ich kann mich an alles erinnern, was davor war, bis die Brownies gewirkt haben. Und danach habe ich halt einfach Gedächtnisaussetzer. Also ich weiß nicht mehr, in welches Taxi ich gestiegen bin. Ich weiß von der Fahrteile nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, wie er mich ausgelassen hat. Ich weiß aber, dass ich kein Bargeld mit hatte. Und wenn man mit einem normalen Taxi fährt, muss man halt einfach mit Bargeld zahlen. Ich weiß auch, dass nie die Diskussion da war, in irgendeiner Form zu bezahlen. Und ich vermute, dass er mich vielleicht dazu gebracht hat, dass ich ihm meine Uhr gebe. Ein Freund von mir hat nämlich gesagt, dass ein Taxifahrer mal seine Uhr verlangt hat als Pfand, während er Geld abgehoben hat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich, auch wenn ich komplett aus der Welt geschossen bin, einfach meine Uhr herunternehmen würde und ihm geben würde. Ich habe in dem Taxi auch geschlafen. Es bestünde die Möglichkeit, dass mir der Taxifahrer die Uhr abgenommen hat. Ich habe keine Ahnung. Fakt ist, die Uhr ist weg. Ich war jetzt auch schon bei der Polizei. Das ist die Anzeigebestätigung. Jetzt wird versucht, irgendwie den Taxifahrer zu finden. Es gibt einfach 5800 Taxis in ganz Wien. Also das wird schwierig, einen schwarzen Mercedes zu finden, plus den zugehörigen Taxifahrer. Fakt ist, Freunde, ich bin komplett am Arsch. Ich realisiere das Ganze eigentlich noch nicht wirklich, aber ich bin mega traurig. Es geht mir da gar nicht ums Geld, dass diese Uhr über 12.500 Euro kostet. Das ist Nebensache. Das Ding ist halt einfach, das ist das Letzte, was mir mein Großvater hinterlassen hat. Und ich habe sie, bis ich 21 Jahre alt war, nicht bekommen, weil mein Vater gesagt hat, man muss alt genug sein, um so eine Uhr zu haben und zu wissen, was so eine Uhr wert ist und muss verlässlich sein. Ja, das habe ich bewiesen, oder? Ich schäme mich auch, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es ist nicht nur die Trauer, es ist nicht nur der Schock, sondern ich schäme mich auch dafür, dass ich das einfach nicht so mit dem gebürtigen, dass ich diese Uhr einfach nicht mit dem gebürtigen Respekt behandelt habe. Ich hoffe halt einfach immer noch, dass sie irgendwo liegt, weil ich sie dort abgelegt habe und darauf vergessen habe. Es fühlt sich so ungewohnt an, einfach da jetzt. Ich stelle mir so im Kopf vor, sie liegt irgendwo an einer Stelle und schreit so nach mir, ich soll wieder kommen. So, solche Bilder habe ich im Kopf. Die Polizei meint, die Chancen stehen gut.
dass ich die Uhr vielleicht wieder bekomme. Keine Ahnung, Freunde. Was die Polizei angeht, bei dem Einbruch hat ja auch niemand was herausgefunden. Da hat es auch niemanden gegeben. Also was soll die Polizei jetzt mit der Uhr rausfinden? Ich habe schon alles versucht. Ich habe alle Taxiunternehmen durchgerufen. Ich habe mit Freunden geredet. Mein Handy habe ich ja heute erst holen müssen. Das habe ich ja irgendeinem Mädel in die Hand gedrückt und bin gegangen. Ja, keine Ahnung, mega scheiße einfach. Ich komme jetzt gerade direkt vor der Polizei. Es ist 0.11 Uhr. Kein Plan, Alter. Es ist so meier einfach. Ich weiß gar nicht mehr, was ich sonst noch sagen soll. Liebe Freunde, drückt mir die Daumen, dass ich meine Uhr zurückbekomme. Morgen 15 Uhr, Promo-Video auf meinem Kanal, seid auf alle Fälle am Start. Mittwoch kommt dann die Vorstellung der einzelnen Pieces, also seid da auch unbedingt am Start. Und Donnerstag 17 Uhr auf memvienna.com, der Drop meiner neuen Modemarke. Gebt's Gas, kauft's ordentlich ein, vielleicht kann ich mir dann eine neue holen. Aber auch die, das bringt mir halt nichts. Wenn ich mir jetzt einfach eine neue hole, hat das für mich lange nicht die Bedeutung, die diese Uhr für mich hat. Aber ja, so ist es. Ich verlinke euch jetzt noch hier und hier ein weiteres Video von mir. Checkt meinen Vlogging-Kanal ab, da gibt es halt den Vlog. Da sieht man auch, wie krass ich neben der Spur war. Seid auf alle Fälle am Start, da kommen nämlich Daily-Vlogs. Ja, so arg ist es, Daily. Freunde, das war's von mir. Euer Rolex-loser Maximilian.